Herzlich willkommen, ihr Kniften, zum, ja, ich weiß gar nicht, ob es der zweite Part wird oder einer der weiteren, weil ich glaube, ich werde 3 Stunden, werde ich ein bisschen schnibbeln. Der Halunke hat uns eine neue Version mitgebracht von Jagged Alliance 2, nämlich eine Vanilla-Version. Erzähl mal ein bisschen was da kurz zu. Zumindest nahezu. Also ich habe mich ein bisschen mit den Einstellungen auseinandergesetzt von der Version 1.13, also dem Community-Mod, wie man den wieder ein bisschen Richtung in Ursprungsspiel kriegt. Ja, habe da ein paar Einstellungen gemacht. Es gibt da auch ein schönes Indie-File zu. Bei Bedarf kann man das auch irgendwo teilen. Also müsst ihr sonst mal in die Kommentare schreiben. Wir fangen jetzt nochmal neu an mit Einstellung, diesmal Einsteiger, weil es früher oder später eh schwierig genug wird. Und sonst halt auf Vanilla-Einstellungen. Alt. 2 BSE-Charaktere machen wir wieder. Und Spielmodus auf realistisch. Was ist eigentlich dieses Bobby Ray-Qualität Groß 2? Ich habe gesehen, da gibt es auch noch unglaublich oder fantastisch. Qualität, das weiß ich auch nicht so. Das ist einfach Standardeinstellung ja. Hier, ne? Also klar, Auswahl sollte logisch sein. Waffenwahl, Fortschritt ist halt, wie schnell es vorangeht, dass man halt mehr bestellen kann, ne? Bobby Ray Qualität, gute Frage. Ist egal. Vielleicht, was man als gebraucht kaufen kann? Das dann. Oder ich weiß es nicht. Oder mehr Auswahl. Aber ich denke mir, da die Standardeinstellung wird nicht verkehrt sein. Ja. Und wir werden, ich denke mal, diese ganzen Quatsch-Sequenzen, die können wir überspringen. Ihr kennt das ja vom ersten. Wir bauen jetzt uns nochmal neue Charaktere. Ich habe allerdings in dieser ganzen Zeit auch schon einmal auf Einsteiger heißt es, ne? Das heißt nicht Anfänger, sondern Einsteiger. Habe ich uns schon nach Drassen befördert. Allerdings halt mit unserer alten Version, in der es natürlich auch diese englischsprachigen Charaktere gab. Und ja, die hat's ja. Du bist ein Kenner der alten Serie, deswegen hat es dich vielleicht auch mehr gestört als mich. 624, ich weiß es auch noch auswendig. Und da hatte ich dann auch einen Halunke gebastelt und einen Vendetta und so weiter und so fort. Wir machen das jetzt hier alles ganz, ganz fix. Und kämpfen uns ganz, ganz schnell nach Drassen durch. Wir hatten erst überlegt, ob wir genau in Drassen wieder einsteigen. Halunke war dafür, ich war eigentlich dagegen, weil ich dachte, komm, wir nehmen den ganzen Scheiß jetzt hier mit, damit ihr seht, was wir jetzt hier für Bemühungen haben. Beziehungsweise, es kann ja auch nochmal spannend sein. Oh, das ist noch zu leise eingestellt von den Sounds, ne? Ach so, die Musik wieder runter. Ja, ja, genau, aber das okay. Kannst du dann machen, das ja. Ist jetzt nicht so wild. Aber es ist immer noch der gleiche beschissene BSE-Test. Ja, ich habe leider keinen Weg gefunden, auf den ursprünglichen zu kommen. Du hast dich ja jetzt schon mal informiert, ne? Ja, genau. Ich habe mich informiert. Ich habe mir mehrere Videos angeguckt über Jagged Alliance. Ich konnte nicht aufhören. Ihr werdet es kaum glauben. Also Halunke hat mir schon, ich weiß gar nicht, vor drei... Angst vor Insekten hatten wir, ne? Du hast Angst vor Insekten und ich hatte... Hier steht übrigens, was das dann für Auswirkungen hat. Er trägt den Anblick großer Insekten nicht und zeigt etwas schlechtere Leistung in Wüsten... Oder tropischen oder Sektoren. Alles klar. Oder tropischen, ja? Oder Sektoren. Aber soweit ich das erfahren habe, bringt das einen Bonus dann bei den Erfahrungspunkten, die man verteilen kann. Da kriegst du mehr dann dadurch. Ja. Durch die Negativeigenschaft. Und hier ist eigentlich vollkommen egal, oder? Ja, hier lasse ich alles. Ich brauche Eskimo-Angst. Ja, kannst du ja wieder machen. Weißt du, was geil wäre? Oh, komm. Du solltest gleich nochmal zurückgehen und solltest sagen, dass du ein Eskimo bist. Und wenn ich gehe, dann gibt es voll Clinch zwischen unseren beiden Leuten. Genau, du hast Schlösser knacken. Ja, und jetzt kommen nochmal die ganzen Moves. So. Was wollte ich gerade sagen? Drassen durchgespielt. Scheiße, ich hab's vergessen. Achso, genau, wir werden... Alter, der schnellste Klicker, den ich je gesehen habe. Ey, halt dich fest, ey. Kennst du noch von früher, vom Amiga, Piccolo Morso? Das waren so Sexspiele. So. Da musstest du ganz schnell den Joystick links, rechts. Und irgendwann hast du dann den Bildschirm gewichst. Total hohler Scheiß, aber Piccolo Morso. Schöne Grüße an Andy, für den Fall, dass er das hier sieht. Der hat mir damals Piccolo Morso, beziehungsweise sein älterer Bruder, der hatte diese Sexspiele auf Amiga. Die waren so scheiße, ne? Und dass man das nicht ziehen kann, ist auch total hohl. Das konnte man aber ursprünglich, glaube ich. Naja, Punkte will man auch sinnvoll verteilen. Ich habe jetzt Guild Wars gespielt, da hast du jedes Mal 5 Punkte. Da denkst du drüber nach, wo du hinpackst. Das ist hier ein bisschen anders am Anfang. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, ich habe mir Videos angeguckt über Jagged Alliance, weil ich konnte ja nicht mehr aufhören. Obwohl du mir schon vor 3 Jahren hast du mir davon erzählt. Wir haben immer mal wieder drüber gesprochen, dass wir es machen wollen. Und ich bin nie damit warm geworden. Und jetzt haben wir es halt einmal gespielt.
Und ich war so geil drauf, ne? Und dann habe ich halt gedacht, so, na, dann spiele ich mal für uns beide den Anfängermodus schon mal durch. Und ich konnte echt nicht aufhören. Es war schlimm. Es war schlimm, das Spiel. So, du bist. Okay, diesmal bin ich Marty McFly. Oh, ist egal, ob groß oder klein. Natürlich bin ich Vendetta. Wenn dann richtig, komm mir, die Zeit muss sein, ne? Das ist richtig. Oh, ich. Ja. Oh. Marty McFly. Ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der noch nie Zurück in die Zukunft gesehen hat. Schlimm, sowas. Ich habe auch gesagt, das ist Allgemeinbildung, das gehört dazu. Er sagt, er guckt sowas nicht. Kommt drauf an, aus welcher Generation. Nee, das bist du. Ich finde auch, dass. Das war der Psychopath, ne? Ja. Ja, okay. Natürlich. So, das hatten wir. Ich war der Optimist, ne? Ja. Ja, ich war der Optimist. Ich hatte Klaustrophobie hatte ich nicht. Was hatte ich denn? Vergesslichkeit. Oh, jetzt will ich auch mal wissen. Vergisst manchmal seine Befehle und verliert dadurch im Kampf einen Teil seiner AP. Ach du Scheiße. Aber ich hatte es. Hilft ja nichts. So. Very racist an Eskimo. Ich weiß immer. Und hier hatte ich Gentleman, das weiß ich noch. Mehr weiß ich auch nicht mehr. So, Persönlichkeit, weiter. Ich hatte automatische Waffen und ich hatte beidhändig geschickt, ne? Nee, ich habe beim letzten Mal. Schwere Waffen noch, oder? Schwere Waffen. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich Dachtrefferbonus einfach ausgewählt, weil ich auch nicht mehr wusste, was es ist. Soll ich nehmen? Macht Sinn, ne? Achso, dann muss ich den hier deaktivieren. Genau. Dachtreffer und automatisch. Ist es ja eigentlich egal, ob den vorderen oder hinteren? Ja. Ne? So, Eigenschaften. Oh, leck mich doch am Arsch. Ich sitze nicht so nah wie du davor. Ja. Beweglichkeit erstmal hoch. Ich mache jetzt erstmal so Pi mal Daumen. Ja, Treffsicherheit und Beweglichkeit sind die wichtigsten Punkte meiner Meinung nach. Ja, Treffsicherheit hatte ich voll, das weiß ich noch. Ich habe, glaube ich, auf Medizin total verzichtet. Ja, ist auch nicht so eine blöde Überlegung, weil wir ja Docs dabei haben. Da haben wir welche für. Ne? Na, das nehmen wir. Hilft aber auch nichts, wenn ich dumm wie Bodenstroh bin. Führungsqualität mache ich jetzt nicht, das macht keinen Sinn. Da nehmen wir ja auch jemanden mit, nehme ich noch Technik mit rein. 55, wenn ich bitten darf. Und jetzt verteilen wir die. Zack, 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 zack. Machen wir erstmal 40. 50. Und dann doch ein bisschen Medizin. Keine Ahnung, ob es das bringt. Reicht. Fertig. So, dann bist du dran. Dann überweisen wir die 3000. Entschuldigt bitte. Ich kann das hier echt nicht rausschneiden, wenn der Halunke und ich zusammen Let's Playen, weil ich mich immer mute, wenn ich huste. Obwohl doch, ich könnte es. Ich könnte es einfach mal machen. So, du kannst ja auch ein bisschen Führungsqualität, ne? Ein bisschen, aber ganz wenig. So, wir haben, du hast gesagt, wir nehmen diesmal den Lynx mit rein. Den konnte ich nicht auswählen. Der knattert alles weg. Aber gut, der kostet halt auch, den nehmen wir jetzt mal eine Woche, 18.500. Wir müssen dann sehen, das war halbwegs, Na, denk dran, da kommt noch Dings dazu. Versicherung und was weiß ich nicht. Von 3.000, also kostet der über 20.000. Aber er ist einfach ein cooler Typ. Guck mal, 23.800, was? Zu spät. Ja, weggesagt. Und wir haben kein Geld mehr. So, Und den Doc hatten wir wegen Führungsqualität, oder? Gucken nochmal, Führungsqualität, sortieren, absteigend. So, ich glaube, den Doc, den gibt's jetzt nicht mehr, ne? Gut, dann gehen wir auf Rider und lass uns einfach durchklicken. Und lass uns nach finanziellen Sachen gucken, weil das sind zwei. Ja, wir müssen eigentlich erstmal auf die Kohle gucken. Also zumindest eine Woche, ein Tag lohnt sich ja überhaupt nicht, ne? Nee. Wir haben noch 15.000. Wir brauchen ein bisschen, um Milizen auszubilden. Ja. Ne? Ein Tag lohnt sich deswegen ja nicht, weil wir wahrscheinlich schon einen Tag brauchen, um bis nach Dassen durchzukommen und so. Gut, man könnte dann verlängern. Also wir sollten, sagen wir mal, 5.000 reservieren, um Milizen auszubilden. Das heißt, 10.000 jetzt ausgeben. Ne? Aber gut, Versicherungen und Waffen auch noch dazu. Ja, das muss man schon berechnen. Hier sind wir bei 1000. Also eher wäre eine Option. Was hat denn der an Führungsqualität? 52, das reicht. Das ist aber voll wenig. Ja.
Gibt nicht so viele mit viel Führung. Ja, aber überleg mal, wir brauchen nur größer 40 oder so. Hauptsache, der kann ausbilden. Ich dachte, 55 ist wichtig. Ja. Stand irgendwas beim BSE mit ab 55 hat man einen guten Wert. Ja, der kann aber auch. Na ja, gut, wenn du das sagst. Aber der hat beschissene Waffen dabei. Auch nur Pistole. Hallo, Sie sprechen mit Hitman. Muss ich einen großen Koffer mitnehmen? Ja, das wäre aber dann genau unser Budget. Ja. Die haben auch ein bisschen mehr, ne? Ist dir das aufgefallen? Nee. Wir hatten noch jetzt 33.000. Beim auf Profi hatten wir, glaube ich, 28.000 oder so. Genau, mach mal die Stimmen, auf jeden Fall die Stimmen hoch, weil die sind teilweise echt cool, großartig. Cool, cool, ja, cool, ja. Cool. So, dann hauen wir euch direkt mal rein hier, ne? Ja, neue Runde Jagged Alliance. Wir spielen immer noch im Fenstermodus, weil bei Windows 8 ist es echt problematisch mit dem Vollbild, da stockt die Maus. Ja, das Fenster ist ein bisschen großzügig gezogen, ne? Findest du? Ist das Aufnahmefenster oder was? Ja, ich schneide das dann fassig. Das Schöne ist an Jagged Alliance, das ist wirklich wenig MB, wenn ich jetzt gerade gucke, weil ja nicht viel passiert, dass sich nicht viel bewegt, ne? Warte mal, ich warte, bis der Heli weg ist. Jetzt müssen wir nur noch diesen Miguel finden. Haltet die Augen. So, ich mach direkt erstmal ein Safe. Das ist ganz schön laut, ne? Diese also der Heli. Übrigens Alt Z Schleichbewegung für Trupp ein, dann haben es alle. Ah. Alles klar, ich verstehe. Oh. Okay. Ja. Die hat eine krasse Stimme. Hier hatte ich übrigens das, als ich Anfänger gespielt habe, waren da sofort welche, siehst du? Hast du gesehen, noch eine Neuerung, was ich eingestellt habe? Der hat sich erst noch bewegt, bis er uns gesehen hat hier. Und dann geht's erst in Rundenmodus. Das heißt, du kannst dich anschleichen, solange. Also in Echtzeit anschleichen, solange, bis sie dich sehen, dann geht's in Runde über. Ah, sehr geil. Das ist eine Funktion, die hätte ich mal eher entdecken müssen. Das hätte viel Zeit gespart, ne? Damit man nicht, wenn man schon, also den Gegner sieht, immer noch schleichen muss und abwechselnd schleichen muss, ne? Das spart Zeit. Ach so, jetzt kann ich auch mal Schleichbewegung rausnehmen. Ja, macht ja jetzt keinen Sinn mehr. Das hätte echt ins Auge gehen können. Alles klar, ich verstehe. Anscheinend bin ich ein Glückspilz. Alter, alleine jetzt schon. Oh no. Finde ich voll gut. Ist da am Fadenkreuz auch noch was passiert? Nee, cool. Nö, eigentlich nicht. Sieht mir aber ein bisschen so aus, du. Alles klar, ich verstehe. Wenn ich nur wüsste, wo sie sind, würde ich kurz einen Prozess mit ihnen machen. Was denn das? Okay, Zeit für einen Spaziergang im Tal. Das aber es ist jetzt gerade eingefroren, weil er dich gesehen hat? Ja, der müsste uns wahrgenommen haben. Alter, der Lynx schießt echt stirbt. Gut, ne? Alles klar, ich verstehe. Das ist pervers. Mann, es ist noch mindestens einer übrig. Ja. Hast du auch das Problem, du hast es ja zu Hause getestet, dass du mit der Maus nicht an Spiel ran konntest zum... Ja, das habe ich zu Hause auch. Ja, und manchmal muss man auch da unten reinklicken, ne? Ins Feld da von der Karte. Ist ein bisschen blöd. Hier, verstanden. Verstehe ich aber auch gar nicht, wenn da so viel noch dran rumgedoktert wird, warum haben sie das denn nicht? Ja, so manche Sachen. Warum ist denn gerade dunkler geworden? Ja, das ist immer um 7 Uhr. Das habe ich jetzt auch mal öfter drauf geachtet. Aber es wird gleich wieder heller. Das ist immer, hier ist 1 nach 7. Ja. Du kannst übrigens auf Leertaste die Söldner durchklicken, ne? Oder Mausrad habe ich. Nö, das das ging bei meiner Version, ging das. Verrückt. Okay. So, jetzt muss ich hier nochmal den letzten jagen. Was denn das? Okay. Was denn das? Jo. Woher weißt du, dass es nur 3 sind? Also ich vermute einfach nur reine Spekulation, dass der letzte ist. Okay. Aber wo steckt der bitte? Ja, ist auch witzig, weil normalerweise, wenn doch geschossen wird, dann kommen die doch schon mal. Deswegen vermute ich, dass hier unten irgendwo rumsteht. Und die Schüsse nicht gehört hat? Jo. Also, es findet. Wir wohnen ja hier in der Nähe von einem Park. Da. Zeit für einen krass. Spaziergang. Jetzt habe ich versehentlich schon geschossen. Alter, Lynx ist richtig gut. Die anderen sind alle total egal. Jetzt sind sie alle erledigt. Wir wohnen hier in der Nähe von einem Park und ab und zu schießen irgendwelche Leute im Park. Okay. Ja? Nachts um 2 oder so. Ob das Böller sind, ob das irgendeine Schreckschusspistole ist. Vorhin hat irgendeiner eine Rakete hochgeschossen.
Ja, das passiert ja öfters. Irgendjemand hat hier Geburtstag, dann wird eine Rakete hochgeschossen. Das passiert ja öfters. Machen wir das jetzt hier schnell und fliegt die Dialoge weg? Fickt euch, das wissen die Leute alles. Das war jetzt zu dem... Miguel heißt er nicht. Fuck. Okay. Wie heißt er denn? Hier, alles klar. Ah, ich hab's vergessen. Alles klar, ich verstehe. Doch, zu dem wir jetzt Miguel ist, glaube ich, richtig, ja. Oder? Ja. Ja, der, von dem der Brief ist, heißt Enrico. Ja, du könntest jetzt rein theoretisch auch wieder auf die Hauptkarte gehen und deinen ganzen Trupp einfach ins nächste Feld schicken, dann musst du nicht in die Karte gehen. Dann läuft sie, glaube ich, nicht weiter. Meinst du? Ja, meine ich. Aber, Moment. Ah, Inventar, ja. Noch etwas, was ich außer 1.13 drin gelassen habe, was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste, wo es erste aufgenommen. Hier, eine Feldflasche, die nehmen wir erst nochmal mit. Die macht einen wieder frisch. Moment, ich erzähle gleich weiter. Ja. Wir gucken die alle zu und sind gespannt. Alt drücken, dann sieht man hier plötzlich Preise. Ja. Und dann kann man es einfach verkaufen. Nein. Wie krass ist das denn? Ach, das ist immer, ob es geht mit dem Rüberlaufen. Also. Kann ich machen. Obwohl ich safe aber nochmal. Ja, safe. Jetzt geht da vielleicht nur unnötig Zeit bei verloren. Okay, Reise beendet. Und wo ist sie? Alles klar, ich verstehe. Entweder sie steht hier oder sie ist noch im anderen Sektor. Sie ist noch im anderen Sektor. Okay, hast du geladen, ne? Ja. Na gut. Doof. Alles klar, ich verstehe. Kommen Sie zu, Lynx. Na, dann wird's wieder hell. Ist es 2:07 oder was? 3:07. 3:07. Ja, stimmt, echt. Diese Minute macht's aus. Was ich sagen wollte zum Park. Jedenfalls, die ballern im Park. Manchmal nachts 2 oder 3. Und mir ist das schon so oft aufgefallen, aber es sagt keiner was. Ich natürlich auch nicht, weil ich bis jetzt noch nicht angeschossen. Anfangs habe ich immer gedacht, das ist irgendein Garagentor, was mega laut geknallt wird. Aber das ist Quatsch. Es ist kein Garagentor. Und ich habe schon ein paar Mal gedacht, so, ja, mal gucken, was die da so treiben, die Jugendlichen, aber... Hast du dich nicht getraut? Nee. Also was soll ich denn da auch? Bringt doch nichts. Was mich jetzt nur noch interessiert ist, wo ist mein zweites Sennheiser-Mikro? Ne, ihr hört es sicher selber, ich klinge wahrscheinlich ein bisschen verzerrt oder ein bisschen blechernd oder ach, keine Ahnung. Also Soundquelle ist gut, ich kann es gerade auch sehen. Ist laut genug, aber irgendwo habe ich noch ein Sennheiser-Mikro und ich weiß nicht wo. Ich nehme die. Ärgert mich. Du hast jetzt mit dem Lynx nichts verloren und ratzfatz die weg. Bewegen und niemand müssen. Fatima, sag ihm. Ist das der beste Schütze? Einer der besten. Hier ist Scope, die ist auch noch, die ist genauso gut. Aber die hat ein Scharfschützengewehr. Gehe ich mal von aus, wenn sie Scope heißt. Ich weiß ich gar nicht, was die standardmäßig hat. Achso, Mensch, wir haben gar nicht geguckt. Wie heißt denn er jetzt? Du hast ja die besten. Ich habe letzte Miguel. Verloren, über 30. Also Miguel. Ich mach mal hier leckere Salzbrezeln auf. Von Haribo. Also Lakritz, Salzbrezel. Jetzt nehmen wir hier Ira mit. Hi. Ja, die musst du erst rekrutieren, ne? Ich hatte das ja nicht so mitgekriegt, als du das erste Mal gespielt hast. Aber jetzt, als ich selber gespielt habe, dachte ich so, warum kommt sie denn nicht mit? Und dann war mir klar, muss ich erst rekrutieren. Leckere Salzbrezel. So, ich denke mal, wir killen die Packung heute Nacht. Ja, von daher reiche ich schon mal voll auf. So, würdest du jetzt in Drassen reinknattern noch, oder? Quatsch, mach ruhig. Du machst jetzt erstmal durch. Wir machen erstmal einen richtigen Save hier, ne? So, die Frage ist, das war ja der Flugplatz, ne? Dann ist von oben rein besser, habe ich mir so überlegt. Hast du eine Drahtschere? Nee, aber dann bist du schon drin, wenn du von oben reinkommst. Ich bin letztes Mal von unten rein. War auch nicht schlimm. Und da oben sind keine Gegner. Na gut, das ist wirklich sehr zufällig, ob da jetzt Gegner sind oder nicht. Die patrouillieren halt, ne? Ja. Ja. So, jetzt kann man nämlich hier schon innerhalb des Sounds rein. Aber ich wollte auf der rechten Seite eigentlich auf das Dach.
Ich habe die Dachmethode die ganze Zeit gewählt. Ah, hier? Mhm. Ja, das ist auch nicht verkehrt. Ja. Mhm. Aber da sind manchmal zwei Leute drin. Jetzt bin ich aber überlegen, ob ich hier hinter die Halle gehe oder hier oben hin. Dann kann man aber auch böse auf die Nase fallen. Mhm. Mhm. Weil dann welche rechts und links von dir sein können. Halle ist eigentlich gar nicht verkehrt. Dann decke ich beide Seiten ab, es kann keiner oben drüber wegkommen. Richtig. Dann gruppiere ich mal. Alter, echt? Oh Gott. Habe ich auch nicht gewusst. Immer alle einzeln durchgeklickt. Oh, ja. Ja, und das ist hier beschissen nämlich. Mhm. Das hatte ich auch. Da musst du erst unten in die Karte reinklicken. Nee, du musst markieren. Von ein bisschen weiter unten. Du musst die alle markieren. Mit dem Mausrad. Also nicht Mausrad, hier mit dem... Mhm. Genau. Alles klar, ich verstehe. Erstmal schleichen. Und mal alle ducken. Oh, Entschuldigung. Und dann kommt der Lynx natürlich hier ans Eck. Und wer ist denn hier noch gut? Der Halunke natürlich. Natürlich. Mhm. Außer Frage. Der kann hier mal decken. Und der Vendetta natürlich. Natürlich. Das ist eine Werkzeugkiste, ne? Das ist cool. Warum haben wir eigentlich diese komischen Gewehre auf einmal? MP5 sind das. Deckst mal so ein bisschen. Aber wir hatten noch irgendwelche anderen Waffen. Hm? Hatten wir auch. Hm. Ist das zufallsgeneriert? Nee, eigentlich. Das müsste jetzt mit der. Dadurch, dass es auf Vanilla steht. Ah, okay. Ne, zusammenhängen. Und es hängt halt natürlich ein bisschen von den Eigenschaften ab, die du auswählst im DSE-Test, ne? So. Alles klar, ich verstehe. Ja, dann bleiben einfach mal dahinter bücken. Okay. Oh. Zeit für einen Spaziergang. Ist noch echt Zeit? Sieht uns noch nicht. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil dann kann man jetzt noch... Ja. Oh. Wandert aber. Ja, das ist echt mega cool. Alles damit klar, sparst du dir so viel Zeit. Und guck mal, du kannst dich immer noch näher ranschleichen. Mhm. Echt klasse. Die Frage ist, wie noch schlau ist das? Erwünschte. Sind noch mehr. Jetzt hat er es gesehen. Aber oh, er schießt aber auch gleich. Alles klar, ich verstehe. Also fängt er sich auch gleich was hier. Du hast gesagt, wir haben jetzt weniger nicht. Action Points. Ja, hat man gerade gesehen. Man ja hier, ne? So 22. Ey, aber es kostet cool. Auch weniger. Vorher waren es 80, ne? Irgendwie immer so 70, 80. Hm. Ja, der Lynx macht das jetzt hier wieder alles ratzfatz. Wir müssen nur... Was ist hier jetzt los? Ja, vielleicht irgendwas oben, was wir nicht sehen. Das ist zum Kotzen. Aber du hast recht. Spiel zu Gegner, tut sich nichts. Aber es bewegt sich ja noch das Bild. Also, ah. Alles klar, ich verstehe. Alles klar, ich verstehe. Wenn ich nur wüsste, wo sie sind, würde ich kurz einen Prozess mit ihnen machen. Okay. Der nächste, der sich eine Kugel fangen will. Tal des Todes. Ah, das, du schießt auf eine Frau. Mhm. Schämen sollst du dich. Oh nein. Alter Lunke. Ich habe was. Haben sie zum Stöhnen gemacht. Alles klar, ich verstehe. Das war Anna Kornikova. Ich habe gerade was gestellt. Wenn ich nur wüsste, wo sie sind, würde ich kurz einen Prozess mit ihnen machen. Ja. Hier. Na, hier eine Drahtschere wäre cool, wenn einer jetzt hier aufs Dach gehen könnte. Mhm. Hat aber auch keiner, ne? Wollen wir nochmal gucken. Ich habe auf jeden Fall hier so wieder so ein Schlosser-Set. Ui. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Hier sind noch welche. Geh nochmal bitte einen zurück. Was hat... Da, genau, was ist Wurfmesser? Das? Ah, Wurfmesser, cool. Ja, aber... Ey, das ist der Hitman. Das ist mehr so zum Rumstylen. Also ich konnte damit nie so effektiv richtig gut was mit anfangen. Hast du es eigentlich mal geschafft, hinter einen Gegner zu schleichen und in echt irgendwie... Naja, aber da muss man es echt drauf anlegen. Also so zufällig ist es am meisten nicht. Mhm. Jawohl, Vendetta. Ja, ja. Ah, bin Tausendsasser. Wäre schön, wenn man das noch auch abkürzen könnte. Dass man einfach nur einmal drücken muss für genaues Zielen, einmal für ungenaues Zielen. So genau wie bei XCOM.
Wo ist denn der Lynx? Ach, der ist da hinten. Verdammt. Weißt du, was ich meine? Gibt's doch bei XCOM, ne? Ungenaues Zielen und genaues Zielen. Mhm. Und das war's. Alles klar, ich verstehe. Funktioniert unser Mikro noch? Ja, funktioniert noch. Da muss ich leider drauf achten. Wir hatten eben gerade, bevor wir aufgenommen haben, ein paar technische Probleme. Hier. Hier. Oh, jetzt geht's los mit diesen miesen Gefechten auf... Da drüben ist was. Ja, die ist doch schon tot, oder? Ach nee, ist nur eine Waffe. Hier aufblinken. Hier. Ich weiß nicht, ob sie Lynx jetzt überhaupt wahrnehmen. Ich hoffe nicht. Wir sind doch nach rechts abgelenkt eigentlich, oder? Müssten sie eigentlich. Weil der ist jetzt ein Tucken zu weit eigentlich. Jawohl. Ich habe auch in dem Video, was ich gesehen habe, gesehen, dass Psychopath sein ganz schön geil ist. Weil wenn er einfach mal einen Hasch mich kriegt, dann zieht er auch das ganze Magazin durch in einem Zug. Ja, stimmt. Hey, cool. Tausend Sasser. Ist was. Stirbt. Neutralisiert. Noch mehr. Kommt der nächste. Alles klar, ich verstehe. Alles klar, ich verstehe. Das liegt jetzt nur an Lynx, oder? Ja. Ach, eine Mücke. Ja, aus der Kombination, dass der, können wir kurz gucken, Treffsicherheit, also ja, von 99 hat. Das ist also schon nicht mehr trainierbar. Also 100 geht, glaube ich, nicht. Und hier eine Mini 14 hat mit einer Reichweite von 36. Während unsere MP5s hier 12 oder 15. 11 haben. 11, ne? Also das ist eigentlich das Geheimnis. Da müsste nicht mal die Treffsicherheit von 99 unbedingt sein, ne? Mhm. Da würde auch unsere 85er reichen mit der richtigen Waffe. Deswegen müssen wir halt relativ schnell dann zusehen, wenn wir es bestellen können oder finden können, dass wir uns auch solche Gewehre holen. Dann gehen unsere anderen hier auch richtig los. Mhm. Hier. Denk daran, so. Es ist noch mindestens einer übrig. Alles klar, ich verstehe. Jo. Schleichen mal wieder an. Jetzt müssen wir erstmal hier oben absichern, dass hier nichts mehr kommt. Was denn das? Jo. Was denn das? Was gehört, Ace? Von Südwesten. Wo ist er denn? Ja. Da. Südwesten? Wahrscheinlich hier aus der Halle. Also es können meist auch Zivilisten sein. Alles klar, ich verstehe. Okay. Weil irgendwelche Söldner wären rausgekommen beim Schießen. Also gehe ich jetzt mal von Haus. Ja. Okay. Okay. Hier. Verstanden. Bist du gerade aufnahmefähig oder bist du verstanden. Zu konzentriert und zu doll drinnen gerade? Ich bin gerade im Tunnel. Ich kann ihn nicht hören, ich bin im Tunnel. Ja. Der Fang bricht weg. Alles klar, ich verstehe. Ich habe ja gerade XCOM erwähnt, ne? Mhm. Und ich habe einen lustigen Podcast gehört, da ging es ums Thema auch XCOM. Und da ist... Zeit für einen Spaziergang im Tal des Todes. Oh, wo? Ah, da unten. Doch, guck mal, der ist noch zum Rücken. Er muss mich aber trotzdem wahrgenommen haben. Und wieder eine Frau, Halunke, ey. Das gab's in der anderen Version nicht, oder? Die sind da irgendwie ausgeschaltet. Und womit? Mit Recht. Man darf doch nicht einfach so auf Weiber schießen. Kannst du die ganze Gruppe jetzt wieder markieren? Ist ja auch eine Diktatorin. Ja, das geht irgendwie, aber ich weiß den Shortcut nicht. Ja. Aber ich muss eh mal mit ihm hier runter. Okay. Alt A, sag ich mal. Und mit ihm hier gehe ich mal hier hoch. Das ist der kleinere kommerzielle Flughafen von Arulken. Hier lässt sie dauernd irgendwelche Sachen ein und aus. Jetzt redet wieder die Truller. Und einer von ihren Totschlägern überwacht das Ganze. Das ist unser Reiseführer. Den würde ich gern totschlagen. Was ist das? Ja. So, hier knacke ich erstmal alles auf. Aber es ist ja krass auch, dass nach so vielen Jahren es immer noch keinen gescheiten Nachfolger gibt, der das alles macht. Und da sind sie halt mit dem Kickstarter-Projekt ja dabei, aber ich bin da noch skeptisch. Ja, einfach schon wegen dem Grafikstil ein bisschen. Es gibt übrigens ein 3D-Spiel, ne, schon von Jagged Alliance, was auch noch von den Machern erst gemacht war und dann irgendwie eingestellt das weiß ich wurde. Gar nicht. Das hieß erst Jagged Alliance 3D.
durfte es dann aber nicht mehr heißen, weil die insolvent gegangen sind. Und das heißt jetzt, oh Gott. Hyde irgendwas. Ich habe ihn echt geschätzt. Hyde irgendwas Jagged am Ende. Wünschte ich. Noch nichts von gehört? Nee. Habe ich gegoogelt. Kann ich jetzt. Nichts? Ja, ist wieder das gefährliche Hype-Wissen. Kleinen Moment. Das ist ja zu. Ah. Alles klar. Ja. Okay. Alles klar, ich verstehe. Jagged Alliance 3D. Eigentlich unter dem Titel Jagged Alliance 3D. Warte, ich komme gleich dazu. Die machen süchtig, ne, diese Brezeln. Mhm. Egal sein, wer den Krieg gewinnt. Hey, gleich macht Links, glaube ich, einen coolen Kommentar hier. In der Nähe des Flughafens herumballern. Da ist was. Na, was sagt er? Hier kommen und... Was für ein Haufen Dreck du bist. Du dicker Haufen. Nichts. Ich habe mir nämlich den kompletten Wikipedia-Artikel durchgelesen zu Jagged Alliance. Wie gesagt, du hast mich echt mit dem Spiel gekriegt. Ich kann stolz auf dich sein. Ich habe meine Frau und meine Kinder und meine Arbeit vernachlässigt. Da ist nichts. Wo ist es denn? Meine Güte. Ich google. Oh, hier liegt ja schon ganz ordentlich was rum hier. Ja, so. Meistens sind es... Aber, ach nee, hier in der Version sind es wieder andere Sachen. Es waren ganz, ganz viele Coils, die da rumlagen auf dem Flughafen. So, hier haben wir schon mal so ein, na, zumindest teilweise gefülltes Magazin noch für Lynx. 7,62 mm. 7,62 mm. Full Metal Jacket. Da steckt er auch mal ein. Es heißt Jazz Hired Guns. Übrigens. Ein eigentlich unter dem Titel Jagged Alliance 3D geplanter Nachfolger wurde zunächst mehrfach verschoben und letztlich unter anderem Namen im Jahr 2009 veröffentlicht. Die Entscheidung, das Spiel von Jagged Alliance 3D in Jazz Hired Guns umzubenennen, fiel allerdings bereits Anfang 2007. Nur so, nebenbei. Habe ich mir mal angeguckt, sieht gar nicht so scheiße aus. Hat halt so 2007er, 2009er 3D-Grafik. Ist ein bisschen vergleichbar mit, ja, schwer zu sagen, sowas wie Age of Mythologies oder so, ne? Fiel mir gerade nur so ein. Zu dem XCOM-Thema, oder willst du gerade auch noch... Wolltest du gerade weitermachen? Nö. Oder? Ne? Du bist noch in der nächsten Mission dran. Okay. Aber du hast recht, es ging schneller. Ich hab jetzt mal Hitman direkt dagelassen zum Miliz ausbilden. Oh, du bist so krass. Kann der da schon mal loslegen? Verstanden. Weil ich weiß gerade gar nicht hier, ob jetzt in der Vanilla wieder die Gegenangriffe aussehen. Dann von Deadrunner, aber mal gucken. Wir haben Besuch. Ah, guck mal, alles was wir letztes Mal geschafft haben, jetzt in 33 Minuten. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. Weil ich habe länger gebraucht. Machen wir wieder so hier, ne? Ja. Okay. Genau das Problem hatte ich auch einmal. Hast du vorher gesaved? Nur so nebenbei? Ja. Auch sehr krass. Wenn du ein Safe Game lädst, vor Antritt einer Mission, sind die Gegner komplett woanders. Ja. Hey, cool. Alles klar, also das Spiel arbeitet damit, dass man saved, ne? Aber dass trotzdem dann eine Überraschung bereit ist. Hier okay. Übrigens... Oh, oh, zeigt dir einen Spaziergang im Tal des Todes. Kann er gar nicht sehen. Ich sehe auch nicht. Ja, bekackt, ne? Bekackt. Na gut, nehme ich mal Kampfposition ein hier. Okay. Er kann sich nicht mehr bewegen. Ja. Oh. Auf wen? Auf wen? Auf Halunke, natürlich. Ja. Das ist auch verdient, Junge. Alles klar, ich verstehe. Jetzt kriegst du wieder hier. Hey, cool. Alles klar. Hey, cool, ich hab ne Frau gekillt. Alles klar, ich verstehe. So, Ira, bieg das mal wieder gerade. Ja, du musst, glaube ich, ein bisschen runterziehen, die Leute. Okay. Zeit für einen Spaziergang im Tag. Dackesplack. Oh.
Ja, verzieh dich. Ich habe was Merkwürdiges gehört. Oh, Lunga hat schon wieder einen Punkt verloren. Ich bin ganz fest auf diese Wunde. Hm. Aber sie blutet noch immer. Alles klar, ich verstehe. Ja, hier. Würdest du andersrum stehen, wäre das Bild von hier aus sehr, sehr cool. Wie sich der Kopf immer da so bewegt. Oh. Alles klar. Verdammt. Mist. Gut, dass du da hingelaufen bist. Ja, aber ich stehe da jetzt nackt. Der kriegt gleich ein paar Kugeln rein. Ja, bin ja auch nur ich. Danke. Weißt du? Danke. Du Hund. Ah ja, was war denn das gerade? Zieh sie gleich rechts runter in der Halle. Alles klar, ich verstehe. Oh. Okay. Zeit für einen Spaziergang. So viel zum Thema Überraschung. Das geht so schnell. Lass sie gleich hinter die Halle laufen. Nur so als Tipp. Ja, alle irgendwie. Mhm. Ist gut. Lynx kann da ja weitermachen, so. Alles klar. Ja. Gut. Habe ich jetzt alle da? Ja. Alles klar, ich verstehe. Ja. Ja. Alles klar, ich verstehe. So, jetzt sieht es ein bisschen besser aus, meine Ausgangssituation hier. Mhm. Wenn du nicht den Rasen umflügen würdest. Ja, die hat schon wieder Schiss und ist in den Rotor gelaufen. Oh, ist die alles dumm. Klar, ich verstehe. Oh, rasier mal ihren Damenbart, ey. Ja. Wieso, weshalb also die Frauen rausgenommen worden aus der Fan Edition, weißt du nicht? Nee. Vielleicht, weil es keine echten Gegner sind. Ja. Alles klar. Schmeißt du mit ein paar Tampons. Oder gibst du ihnen eine Mastercard, dass sie einkaufen gehen. Hey, cool. Aber weniger Blut, alles klar, ne? Ich verstehe. Wenn sie getroffen werden. Wenn sie sind, würde ich kurz einen Prozess mit ihnen machen. Okay. Weiß ich nicht, ich stehe vielleicht auch zu. Vielleicht sind es auch die Treffer. Einen Spaziergang im Tag. Das, dass wenn du dann den Kopf triffst, dass es ordentlich splattert. Ich weiß nicht. Neutralisiert. Alles klar, ich verstehe. Weit sind sie sicher nicht weg. Ich wollte ja vorhin noch was zum Thema XCOM sagen. Vielleicht mache ich das jetzt einfach mal zwischendurch. Vielleicht hörst du mir jetzt zu. Und zwar in diesem Podcast ging es darum, dass der Deutsche an sich ein Problem damit hat, X auszusprechen. Wir haben eine Xbox, wir haben XCOM. Die hatten dann noch weitere Beispiele. Das englische Sachen, das X. Da ist aber nur Exhibit drin, Entschuldigung. Exhibit. Nee, da ist ein Exhibit bei mir, echt. Da sage ich nicht Exhibit. Da sage ich Exhibit. Aber auch nur wegen Pepper Run. und ich habe so drüber nachgedacht und der hatte recht. Also ich hatte noch andere Sachen. Was hatte ich denn da? Es gibt doch diese Weltraumsimulation. X. Okay. Siehst du? Ja. X1, 2, 3. Das heißt auch X. Oder, aber was hatte ich denn noch da als Beispiele für mich selber so überlegt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. War auf jeden Fall eine Menge. Alles klar, ich verstehe. Hier übrigens auf Gebäude hochklettern, egal in welcher Position du bist, also auch wenn du hier hockst, wie mit Lynx gerade. J wie Jump. Alter. Junge, du hast dich aber richtig gut Ich bin gelesen. Vorbereitet. Hattest du das Spiel damals original oder gezogen, sei ehrlich? Original. Echt? Mhm. Gab es da eine Riesenanleitung zu mit Tastaturkürzeln und allem drum und dran? Ich glaube schon. Sicher bin ich mir da aber nicht mehr. Aber früher war das eigentlich gang und gäbe, dass man eine vernünftige Anleitung hatte. Mhm. Mhm. Yeah. Wie heißt denn das Spiel? Alles klar, ich verstehe. Ja. Falcon X. Auch wieder X. So ein Jet-Simulator. 500 Seiten, dickste Anleitung aller Zeiten. Ja. Alles klar, ich verstehe. Ja. Oder X-Fighter. Siehst du, hab ich... Ja. Gut. X-Commander. Alles klar, ich verstehe. Ich finde noch mehr. Nein, das war Wing-Commander, hab's verkackt. X-Wing? X-Wing! X-Wing! Klingt doch auch nicht, ne? Nee. Und das sagen die auch in der deutschen Synchronisation. Die sagen doch X-Wing, die sagen nicht ein X-Wing. Mhm. Alles klar, ich verstehe. So. Hier hinten sind sie bestimmt. Das wär's. Okay, Zeit für einen Spaziergang im Tal des Todes.
Oh, er ist so gut. Okay. Echt krass, ne? Was das für eine Erleichterung ist. Ja. Alles klar, ich verstehe. Der hat noch keine Kumpels gerufen. Sicher nicht weg. Du hast so früh geschossen. Deswegen musst du dich jetzt auch andauernd bewegen. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereiten. Dafür Vendetta aber noch zu weit entfernt. Ja, er will ja auch mal schießen. Aber ich kenne den Typen, der trifft nicht. Oh, ich sag gar nichts mehr. Ich sag überhaupt nichts. Aber schießt der echt mit der MP5? Ja. Das klingt wie Platzpatronen. Du kannst ja auch hier... Was hast du gerade gemacht? Na, weil dann muss ich die nächste Runde zeigen. Und wir warten mal eine Runde ab. Alles klar, ich verstehe. Na, jetzt hat er... Alles klar, ich verstehe. So. Ja, hier. Wenn der da... Ja, was hast du jetzt gerade gemacht? Das. Okay, ja. Was ist das? Ja, Feuermodus. Ah. Habe ich denn jetzt noch einen verstellt? Warte mal. Bup, bup. Ja, ich glaube, jetzt geht's richtig ab. Nee, doch nicht. Nee. Ist halt doch nicht so der Psychopath der Vendetta. Das ist uns allen ja schon seit langer Zeit bewusst. Stirbt. Und wenn ihr jetzt das Bild seht, cool. Ihr seht ja unten auch das Layout. Da ist eigentlich Schluss in der normalen Version, ne? Bei der 1024x768. Mhm. Da geht's dann auch gerade hoch. Mehr hat man nicht. Man hat diesen schwarzen Balken unten gar nicht. Ich glaube, in der Ur-Variante war es sogar nur 800x600. Das kann sein, ja. Hier. Ach, komm hier, das hat letztes Mal auch so gut funktioniert, hier mit einem runterzugehen. Ja, lass Vendetta sterben, ist richtig. Alles klar. Geh doch gleich rein und befreie die Kinder. Lynx hat das doch im Blick. Verstanden. Ja, Vendetta braucht nicht schleichen, der kann schon sterben. Alles klar. Da hast du aber schön Platz und mit dem schwarzen Balken, zum Beispiel für eine Webcam, könnte man jetzt einbauen. Irgendwo das Alex Vendetta-Logo oder das Impuls-Logo könnten wir da unten einbauen. Irgendwie diesen schwarzen Platz klar, nutzen. Ich verstehe. Irgendwas muss da rein. Okay. Fehlt auch einfach ein Penis. Okay. Einfach. Yeah. Zumindest kurz einbilden. Wenigstens jetzt. Oh scheiße, jetzt muss ich mir auf jeden Fall die Stelle merken, damit ich weiß, bei 42 Minuten blende ich einen Penis ein. Warum ist egal? Ich mach's einfach. Hier. Yeah. Alles klar. Alles klar, ich verstehe. Ja, und dann sehe ich auch die ganzen Meldungen schon wieder, wa? Video wird gemeldet, weil Penis im Bild. So ätzend. Gibt es bei YouTube einen Penis-Scanner? Es gibt keinen Penis-Scanner. Es gibt nur Leute, die Penisse scannen. Boah, die kommt aber angerannt. Und schießt auch noch, Alter. Wie beweglich sind die? Wie geht denn das mit High Heels? Auf dem Schotterweg. Oh, Lynx, ey. Oh, oh. Nochmal schnell hinlegen. Besser ist das. Wenn der da zu Hilfe kommt, ja. Ja, ja. Opfer mich. Ah, da noch nicht mal einen Schuss über der Armierung. Sollte nur einschüchtern. Ja, ja. Alles klar, ich verstehe. Lynx macht den Rest. Oh nein. Boom, Headshot. Die klangen gerade wie Fliegen. Alles klar, ich verstehe. Bzzz. Wir haben alle von Day Runners Männern in diesem Sektor eliminiert. Okay. Leckt mich am Arsch. Ah, jetzt haben wir Hitman nicht dabei. Weil? Dann hätte die Frau überreden können, dann müssen wir sie nicht erschießen. Och, wie ärgerlich. Wir hätten die höchste Führung. Ich natürlich. Natürlich, dann überred's nochmal. Hat ja beim ersten Mal schon so gut geklappt. Ne? Kannst du auch mit J wieder runterjumpen? Ja. Aber irgendwie. Ach, er ist gerade nicht ausgewählt, das pannt er manchmal. Hier ist ein hübsches, zerbombtes Stück Rollbahn. Unsere frühere Sportflugbahn. Ach. Ob sie es glauben oder nicht. Es gab eine Zeit, als Die Leute sie zu Vergnügen benutzt haben. Das war bevor. Ja, bis mal. Ja, ich bin Doreen Harris, die Leiter. So. Dies ist ein Privatunternehmen und sie hat. Ich verstehe vollkommen, dass ihm das Alter der Arbeit, das liegt an den außergewöhnlichen Arbeitsbedingungen. Ja, du musst es dir geben. Nee, sie haben ja so recht. Was? Es sind noch Kinder. Ich werde die Fabrik schließen. Ich habe diesen Job sowieso nie gemocht. Was? Soll Marilyn ihre Klamotten doch woanders produzieren lassen? Ich habe diese Frau auch nie leiden können. Wer ist denn das gerade gemacht? Nur, sie ist ja, einfach nur auf sie einreden. Freundlich und direkt und dann macht es. Ich habe in das Licht geblickt. Ich weiß nicht, wie ich früher gedacht habe. Sie haben mich zur Besinnung gebracht. Bien? Und dafür bin ich Ihnen dankbar. Ist nicht so geil. Irgendwas fehlt da am Geschmack. Für den Fall, worüber wir jetzt gerade reden, Gott, wie wird eigentlich die
Firma ausgesprochen. Manner. Die haben doch diese Waffeln mit Füllung drin und da gibt es jetzt auch Black and White von. Und ich dachte, das geht ein bisschen in die Richtung von Oreo-Keksen. Mhm. Ist aber leider nicht. Also finde ich geschmacklich. Die normalen viel besser. Ja, um Längen. Also sie hat jetzt hier ihre Taschen gepackt, ne, und ist einfach abgehauen. Und hat denselben Effekt, nur mit dem Nachteil, sie hat keinen Schlüssel da gelassen. Was willst du mit dem Schlüssel? Aber du kannst doch knacken. Ja, da lohnt gut. Lustige Geschichte. Genau da, wo du jetzt gerade bist, darf ich mal kurz die Maus haben? Bingo! Also, als ich das nachgespielt habe, waren schon alle oben auf dem Dach. Halunke war angeschossen leicht und hatte wenig Energie. Also hier dieses Blaue. Energie. Er konnte also nicht mehr viel laufen. Er sollte sich gerade genau an dieser Stelle hochziehen. Da ist er bewusstlos geworden beim Hochziehen. Und dann bist du durch die Wand hier reingefallen. Was? Du warst dann in diesem Raum schon drinnen. Und er kam nicht mehr raus. Doch, er konnte sich ja rausknacken. Du bist ja Schlösserknacker-Experte. Das warst du auch bei meiner Version. Bingo! Aber trotzdem total hohl, dass du durch eine Wand fallen kannst. Wieder ein Airbooster, cool. Okay, dann hätten wir das hier. Oh, was ist das? Zeitzünder? Brauchen wir noch eine MP5? Nee, Plastiksprengstoff. Ja, hier kannst du doch irgendjemanden geben, wie Ira oder. Die hat nur 81%, die musst du dann erstmal reparieren. Ach so, warum denn bei 81%? Ab 50 sehe ich es kritisch. Das macht halt richtig Spaß, wenn dann irgendwann mal es drauf ankommt und die Waffe macht. Klick! Komisch, genau den gleichen Satz hast du, glaube ich, auch im ersten Video. Richtig. Gesagt. Ja. Also, ne, ich finde 81% ist noch eine Menge, aber irgendwas passiert. Und ja. Dann kriegst du eine Kugel in den Kopf. Ja, das wollen wir nicht. Aber einpacken? Weiß ich nicht. Für eine Miliz? Wir können sie für die Miliz da lassen. Weil da macht es nicht, wenn die mal klemmt. Eben. Die kämpfen ja nicht für uns. Wir haben ja auch noch, wichtig ist, dass hier unser Lynx genug Munition hat. Der arme Junge. Ist noch ein bisschen was? Passt hier irgendwas? Nee, nee, aber ist alles die passen für die MP5. Bei mir. Aber wer ist denn hier Sprengmeister eigentlich? 50, 2, 39, 50, 40. Ich dann wohl. Du hast auch Dynamit schon. Mhm. Aber ich glaube, ist das jetzt ein... Plastiksprengladung? Die kannst du, weil das hier ist ja TNT mit Zünder dran, das ist das Sternchen hier. Da ist ja das ein Zünder dran gebastelt. Okay. Oh, ich liebe es, wenn du mir die Welt erklärst. War nicht ironisch gemeint, meine ich ernst. Weil ich habe das Sternchen nicht gecheckt. Auch es gibt so grüne Sternchen, ne, die auch an Waffen sind. Das sind Modifikationen. Als Belohnung kriegst du den E-Booster hier. Oh, geil. Und den R-Booster, den geben wir Ira, weil sie unsere Sani-Frau ist. Ja? Ja, ja. Und das lassen wir für die Miliz da. Solltest du nicht wenigstens dir und mir ein MP5-Magazin geben? Oder, nee, wir wollen ja bald größere Waffen, ne? Naja, ich meine... Wie viel haben wir denn davon noch? Ich glaube, wir haben noch genug. Das hat der Lynx nur die ganze Zeit geschossen. Hier sind noch zwei drin, geladen. Ja, ne? Sollte reichen. Also wenn, wir können wir uns das auch noch hier holen. Ja, zumindest sobald wir was Vernünftiges kriegen. Ein Döner? Wichtig ist erstmal, dass wir hier... Ein Döner. Das hat aber gedauert. Wichtig ist, dass wir hier die Mine jetzt holen und dann hier unten ein tägliches Einkommen haben. Hm. Ne? Alles klar. Okay, wollte ich jetzt noch was machen? Nee, ich habe im Inventar durchgeguckt. Safe. Safe State. So, und jetzt wollen wir wechseln, oder? Ach komm, mach weiter. Ich find's schön, dir zuzugucken. Ich soll komplett Drassen da oben? Ja, mach doch. Dann machst du die Raketenbasis. Alter, jetzt wirst du unrealistisch. Ach komm, gib mir Drassen, ist mir egal. Ja. Jetzt müssen wir aufstehen. Jetzt geht das Let's Play erst los. Auch mal in Ruhe eine rauchen hier. Ja, so sieht das aus. Wir müssen ganz kurz, weil das alles so schwierig ist mit der Kabellage. Wir haben nämlich beide Headsets auf. Ein Standmikro hätte zwar auch coolen Sound gebracht, keine Frage. Habe ich auch hier, aber... Vielleicht sollte ich mal von zu Hause meinen G930 mitbringen. Weil das kabellos das ist. Das würde einiges erleichtern wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich meine, das ist ja nicht so kompliziert, das einzustecken. Aber das ist doch USB. Ja und? Hast du keinen USB in deinem Rechner? Doch, aber dann können wir nicht zwei Mikrofone gleichzeitig laufen lassen. Ach so, stimmt. Verstehst du? Kannst du da nicht hier in Outer City zwei Tonspuren aufnehmen? Habe ich noch nie ausprobiert. Oder zweimal Outer City laufen lassen? Das ist ja wie eine zusätzliche Soundkarte dann. Ein Test wäre es mal wert. So. Nächstes Mal. Ist in meinem da eigentlich noch was drin? Nein. Dann mache ich mal ein neues auf. Mach mal ein neues auf. So. Tausche V plus Energy gegen D-Mix. Das ist ja gar nicht so warm, wie du gesagt hast. Ja, ich war ja selber verwundert, dass es hier so
Ja. Verstanden. Okay. Ich muss erstmal wieder reinkommen, ne? Der Halunke saß jetzt hier die ganze Zeit vor, hat mich nie reingelassen. Du lässt mich doch auch nie ran. Nein, 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 mein Freund. So, ich kenne diese Karte natürlich überhaupt nicht. Achso, vielen Dank. Aber ich bin ja auch, ne, Dachsitzer. Demnach würde ich gerne hier durch den Wald kommen, glaube ich. Dann bin ich, glaube ich, schon in so einem Zentrum. Ich vermute einfach mal, dass hier die meisten sowieso abhängen werden. Hm. Hier ist die Mine. Ja? Ja. Ja, das heißt, wir müssen dann so oder so durchlaufen. Ich hau die jetzt hier hin. Wir sollten dann nur früher oder später mal überlegen, ja, halt von zwei Flanken anzugreifen, ne? So, ist und nicht alle immer so. Wie war das? Alt und Z, ne? Ja. Alle runterbücken. Und alle erstmal ducken lassen, genau. So, und kann ich auch alle jumpen lassen? Ja, muss aber genau am Rand stehen, sonst machen die das nicht. Also so hier, ja? Ja, ich will. Nee, da ist doch noch ein Feld zwischen, oder? Da. Noch eins. Da, also. Ah, ja, weißt du. Oh, jetzt jumpt nur sie. Hä? Nee, das bist du? Ja. Du bist. Du jumpst dir ein zurecht. Nee, der will nicht. Oh. Das ist wieder so bekackt hier mit den Karten reinklicken und dann kann man mal mit den Pfeiltasten. Da weiß ich auch nicht, was man dagegen machen kann, aber wir werden es überleben, ne? Ja, ja. So, den lasse ich hier jumpen. Alles klar, ich verstehe. Jump, Baby. Ah, da ist sie im Weg. Da bin ich echt voll der Freund von. Ja. Dieses aufs Dach gehen und. Ja, es lässt sich ganz gut decken und halt auch wenn einer von unten kommt, der trifft nicht so gut, ne? Als wenn du irgendwo unten würdest. Ja, so, jetzt muss ich. Nach oben zielen scheint schwieriger zu sein. Ja. Achso, bist du glaube ich in der falschen Ebene. Ja, hab ich gerade, ne? Gerade gemerkt. So, dann links. Alles klar, ich verstehe. Oh, du sollst dich hinlegen, Digga. Hier gibt es ein paar Unmöglichkeiten zu bereinigen. Mit wem redet der? Mit der Frau da. Bevor er dich sieht, kannst du vielleicht auch gleich eine Kugel geben. Ja. Alles klar, ich verstehe. Wieder Ebene wechseln. Gleich einen Kopf, oder? Oder ist zu gefährlich? Also ich nehme an, wenn du jetzt abziehst, dann wird er eh voll zielen, ne? Weil die Zeit ist ja da gerade. Ja. Ne? Deswegen. Soll ich auch einen Kopf? Da kannst du den Kopf eigentlich. Puss! Das ist ja frech. Alles klar, hat er sich gerade vom Liegen ins Aufrichte? Also ja, ja. Das war irgendwie der Fehler. Dafür liegt er. Hey, cool. War das gerade Kopf oder nicht? Das war Kopf. So, fallen sie direkt um. Ich will. Ne, wer liegt da hinten? Ja. Du liegst da hinten. Ich will, dass du dich drehst. Für den Fall, dass dich einer von hinten anschleicht. So, ist ja, hier. Ich weiß aber nicht, ob das so schlau ist, weil angenommen. Wenn irgendwo, gut, wird kaum passieren, aber wenn hier an der Seite oder da an der Seite einer langkommt, hier rumgeht, dann sehe ich den da nicht. Mhm. Und dann kommt er hoch und dann steht er neben mir, weißt du? Was passiert? Ja, das ist nur, er sieht ja gerade nur, ich weiß gar nicht, warte mal. Ja. Oh, was ist das denn? Ende halten. Ende, ja, was ist das? Da sieht man jetzt seinen Sichtbereich. Von Halunke? Ja. Okay. Ich frage mich nicht, warum das Dach, da auch grün ist hinter einem, aber naja. Ne, aber da sieht man halt, wenn einer direkt hier an der Hauswand wäre, hier oben, dann würdest du den da nicht sehen. Na ja, gut. Aber wir hoffen aufs Beste. So, alles klar, soll er nochmal hier rumbratzen? Schießen wir da mal hin gegen Kohleautomaten. Oh no! Nicht genug Actionpunkte, warten wir mal. Irgendjemand wird ja sowieso gleich kommen. Ich habe was Merkwürdiges. Hast du ja schon geschossen. Ich habe gerade was gehört. Ja, alles klar, ich verstehe. Brauchst du nicht. Einfach nochmal laufen lassen? Erstmal wieder in Echtzeit kommen, wenn keiner kommt. Dann kommt schon wahrscheinlich von alleine gleich einer. Alles klar, ich verstehe. Ja, jetzt sind wir in Echtzeit. Wüsste, wo sie sind, würde ich kurz einen Prozess mit ihnen machen. So, und jetzt schieße ich. Und wenn jetzt keiner kommt, dann kannst du mal schießen, ne? Okay, Zeit für einen Spaziergang. Verdammt mich. Jetzt schieße ich ja sowieso, das hören ja die anderen. Hä? Er ist so schlecht, ne? Echt, oh, warum haben wir den mitgenommen?
Vendetta macht keinen Sinn, glaube ich, mit die Entfernung. Obwohl... Ja, das wird lustiger, wenn wir alle Gewehre haben. Oh. Mit der Pistole. So, hoch. So, lassen wir mal wieder laufen. Noch mehr Unerwünschte. Aber Lynx hat noch keine Moves, Alter. Yeah. So, jetzt gehen wir nochmal auf Lynx. Alles klar, ich verstehe. Aber immer dieses Runtertappen, ne? Ja, das ist ein bisschen nervig. Ätzend. Na? Es wäre echt schön, wenn man gleich in diesen schnellen Modus kommt. Alles klar, ich verstehe. Wo hat er denn? Ne, er hat gar nichts. Ne, einmal kommt immer noch Runde und wenn dann keiner kommt, dann ein bisschen Echtzeit. Was war das? Alles klar, ich hab gerade was gehört. Jetzt ist die wieder weg. Da ist er. Der Mist. Das ist eine gefährliche Gegend hier. Oh, da drüben, hast du gesehen? Mhm. Vendetta soll jetzt mal hierher looken. So. Einfach nur. Verdammter Mist. Hier. Schade, dass es hier nicht irgendwelche Gastanks gibt, so weißt du? Dass ich einfach das Haus mal. Das ist mir passiert, als ich getestet habe. Ja. In dem vorigen Sektor. Da stand einer direkt an der Hauswand und da war so ein besagter Tank. Ach, sowas gibt es. Ne? Und ich habe den Typen nicht getroffen, aber habe hinter ihm den Gastank getroffen, damit war er auch hin. Total gut. Alles klar, ich verstehe. Okay, dann muss hier Vendetta, leider. Und das mit dieser schiebigen Knarre. Ach komm schon. Der steht gerade unten, ne? Sicher. Ja, steht unten, genau. Also, komisch, ne? Nach unten geht's manchmal, nach oben leider nicht, wegen dem blöden Fenstermodus. Das kotzt dann. Hier. Der soll nochmal looky-looky. Ach, ich war schon unten. Besser ist das. Ich hab da Schiss, dass da was kommt. Ich würde dich gern, glaube ich, nach vorne holen. Ich bezweifle fast, dass was von hinten kommt. Weil er guckt jetzt hier seitwärts, sie guckt seitwärts, er guckt gerade. Dann hole ich dich mit nach vorne. Ja. So. Oh no. Ich glaube, er ist noch geschlichen, oder? Kann sein, ja. Ja. Alt-Z, ne, für alle. Mhm. Ja. Ja. Hier. So, Vendetta, du hast jetzt nochmal einen Versuch. Wenn du jetzt nicht triffst, ne, dann tauschen wir gleich mal mit Lynx. Warum hat sie sich denn, er sich denn bewegt? Vendetta? Ja. Der hat doch mehr nach da geguckt, nach links. Mann, alles klar, ich verstehe. Muss er sich doch drehen, um zu schießen. Ach, guck mal. Jetzt kann er sie treffen, weil sie ein bisschen rausgelaufen ist. Ja. So. Hey, cool. Aber, oh Mann. Ja, erstmal wieder. Nee, hier dich noch ein Stück nach vorne. Oder ich lasse dich hier und drehe dich komplett um jetzt. Falls doch noch irgendjemand an der Obwohl, das müsste ich sehen. Denke ich die ganze Zeit, ne? Ich müsste es sehen. Wie gesagt, ist nur kritisch, wenn einer an der Hauswand langläuft. Aber da muss er erstmal hinkommen. Oh, guck mal, das war gar nicht doof. Mhm. Ja gut, schießen kann er sowieso nicht. Alter. Weil der Mauszeiger ist manchmal auch tiefer übrigens als das, also als der hier, der angezeigt wird. Ja. Habe ich gemerkt, so mit dem Windows im Hintergrund zusammen. Ist ganz komisch. Ja. Ich habe was Merkwürdiges gehört. Vendetta, du guckst nochmal nach da. Das waren sicher noch nicht alle von Date Runners Männern. Und ja, was machen wir jetzt? Halunko doch wieder umdrehen? Ja. Er sagt ja. So. Hä? Warum kann ich denn nicht? Bisschen Echtzeit. Aha. Okay, dann brauchen wir den Lynx. Der macht jetzt nochmal Krach. Alles klar, ich verstehe. Jo. Was war das? Das war wahrscheinlich ein Zivilist. Ja, hörte sich so an. Okay, Zeit für einen Spaziergang im Tal des Todes. Lynx. Der ist wirklich gut, der Typ, ey. Guck dir die Entfernung an.
Naja gut, da ist eine Wand noch dazwischen, aber scheiße, er muss ein Stück rüber, ne? Ja, oder weiter rankommen lassen. Also ich meine, er sieht die Tosea. Ja, egal. So eine Hauswand gibt halt nur ganz schön Deckung, ne? Ach komm schon, wer netter. Ich überklicke auch mal das Gelbe. Hier. So, jetzt nehmen wir gleich ihn hier, weil langsam reicht's auch. Sag gute Nacht, Marie. Oh, immer noch nicht. Hey, cool. Soldat an der Schulter getroffen, klar. So. Gerade Ruhe. Alles klar, ich verstehe.